So, meine lieben Supercar-Freunde, ja, es gibt wieder ein neues Video, eine Woche ist wieder rum. Leider gibt es heute kein Video mit irgendwelchen Autos oder sonst irgendwas. Es tut mir auch wirklich sehr leid, ich hatte was geplant für heute. Leider hat mir das Wetter, was draußen herrscht, ja, so Sturm, regenmäßig, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deswegen gibt es heute ein Infovideo, habe ich mir überlegt, denn es gibt Neuigkeiten. Was ist die erste Neuigkeit? Also, zuerst einmal, ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich in wenigen Wochen wieder in Dubai bin. Ja, ich reise wieder dorthin und ich bin zwar eigentlich mehr oder weniger privat da, also urlaubsmäßig, auch ein paar geschäftliche Termine, aber natürlich werde ich, wo ich schon mal dort bin, Videos drehen für euch, ja. Es werden wieder Videos kommen, natürlich von den Autohäusern, die dort sind. Wir werden die Malls abchecken, Dubai Mall, Mall of the Emirates, natürlich alles dabei. Und draußen fliegt gerade die Verkleidung weg vom Balkon, weil es so stürmisch ist. Und wir werden wieder einige interessante Orte aufsuchen und ich werde euch diesmal mitnehmen. Ja? Das letzte Mal, als ich dort war, ist jetzt schon 2 Jahre her, das heißt, es hat so wieder eine Menge getan. Und ich hoffe, wir werden ein paar schöne Sachen sehen, ja? Ihr könnt auch ruhig unter dieses Video schreiben, was ihr gerne sehen wollt. Gibt es irgendwas Bestimmtes, was ich für euch mal abchecken soll, wo ich mal hinfahren soll? Auf jeden Fall lasst mich das wissen und ich gucke, was ich tun kann. Da freue ich mich sehr drauf. Das zweite ist eine Neuigkeit, die weiß ich schon seit längerem, habe ich euch aber bisher noch nicht gesagt. Es wird bald in unserem Fuhrpark ein neues Mitglied geben, ja, es kommt ein neues Auto. Und zwar wird es werden ein Mini Cooper S John Cooper Works. Ich freue mich schon megamäßig auf dieses Auto. Klein, wendig, spritzig und wirklich mega schnell für das, was es ist. Also es ist wirklich mega, freue mich schon richtig drauf. Es wird auch nicht wie es anfänglich, ich glaube die ersten Modelle kamen nur mit Automatik, meine ich, und das wird auf jeden Fall ein 6-Gang-Schalter, also es wird ein sehr sportliches, kleines Auto. Ich freue mich schon megamäßig auf dieses Auto und ihr werdet auch in Zukunft noch viele Videos von dem Auto sehen. Der Mercedes CLK, der bleibt, ja, macht euch da keine Sorgen für die Leute, die den Benz gerne gesehen haben, und freue ich mich auf jeden Fall schon richtig drauf. Dann habe ich noch eine kleine, wie soll ich sagen, Bitte oder ein kleines Anliegen. Ich habe jetzt schon seit einigen Monaten, also schon wirklich lange, auch Instagram, Facebook sowieso ja schon seit Jahren. Bei Facebook bin ich sehr zufrieden, ja Leute. Da haben wir jetzt die 7000 gefällt mir Marke geknackt vor kurzem. Wir sind bei 7334 oder irgendwie sowas. Das ist in Ordnung, ja, also das ist völlig in Ordnung. Falls ihr die Seite noch nicht liked, auf jeden Fall auch dorthin gehen, liken. Bei Instagram sieht die Sache schon ein bisschen anders aus, ist schon fast peinlich. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache, muss ich ehrlich sagen. Ja, also ich habe im Moment, ich zeige euch das Ganze mal eben, wenn ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Könnt ihr gar nicht richtig sehen, ne? Oder? Doch, jetzt. 278 Follower. Ja, das ist natürlich relativ peinlich. Ich weiß auch nicht, was ich falsch mache. Also wie gesagt, wenn ihr bei Instagram seid und ihr checkt mal meine Seite ab und es gefällt euch, einfach auch mal folgen. Ja, also wäre echt cool, weil dort wird es auch in Zukunft viele Updates geben von Dubai und von dem Mini, von auch weiteren Projekten, die in Zukunft noch anstehen. Also auf jeden Fall Facebook und Instagram auch mal abchecken, Leute. So, ich würde sagen, das war's eigentlich schon. Ich wollte euch nur 2 kleine Infos geben. Dubai und neues Auto. Freue mich schon mega mäßig drauf. Lasst auch einen Kommentar ruhig da, ob es euch gefällt, nicht. Ne, wenn ihr sagt, komm, Mini ist voll scheiße, aber ich kann euch versprechen, das Auto wird der Hammer werden. Ja, also wirklich geil. Kommt aber erst in ein paar Wochen das Auto. Ja, also deswegen ein bisschen müssen wir noch warten. So Leute, wie gesagt, das war's. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann spätestens... oder frühestens, muss ich eigentlich sagen, im nächsten Video. Macht's gut, Leute, und Peace.